Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe der Anlageidee mit der Société Générale. Heute sprechen wir über Silber. Ja, Silber ist ja gerade so ein Sorgenkind unter den Rohstoffen. Der Silberkurs ist zuletzt unter die 200-Tage-Linie gerutscht. Was das für Anleger bedeutet, erklärt mein Gast Arnoush Wilhelms von der Société Générale. Herr Wilhelms, der Silberpreis hat ja merklich abgegeben. Woran liegt das? Ja, also wenn man sich das natürlich ein bisschen langfristiger anschaut, dann sieht man, dass der Silberpreis, zumindest wenn man es mit dem Gold vergleicht, tatsächlich Aufholpotenzial hatte und das auch dann genutzt hat. Also wenn wir so im Fünfjahresvergleich sehen, dann ist es teilweise sogar gewesen, dass der Silberpreis Richtung 10 Dollar unterwegs war. Und es gab so einen Zeitpunkt zum Corona-Ausbruch letztes Jahr, da war der Silberpreis mit Sicht auf Start von vor 5 Jahren so 50% im Minus oder 40% und der Goldpreis war 20% im Plus. Und dann gab es tatsächlich diesen Run nach oben, wo der Silberpreis fast auf 30 Dollar gestiegen ist. Und das war natürlich ein raketenhafter Anstieg. Und da ist es wenig verwunderlich, dass es natürlich dann auch, hat er ja so eine Seitwärtsphase gehabt und dass es dann eben auch Phasen gibt, in denen der Silberpreis wieder nach unten tendiert. Das war wenig überraschend und Silber ist natürlich anders als Gold nicht nur ein Anlagemetall, was für Anleger interessant ist, vor allen Dingen auch in der Industrie wird Silber gebraucht. Das heißt, da gibt es gewisse Saisonalitäten. Das unterscheidet also diese beiden, würde ich mal sagen, Anlageklassen doch deutlich voneinander. Die EZB hat sich ja heute zur Geldpolitik geäußert. Sehen Sie auch dadurch Auswirkungen auf den Silberpreis? Ja, also mehr noch fürs Gold, weil wie gesagt, der Silberpreis, der wird ja eben nicht nur durch die Anlagenachfrage beeinflusst. Und es ist so, dass natürlich grundsätzlich so Anlageklassen, wenn man sie denn so sieht, Gold und Silber, immer dann profitieren, wenn Zinsen niedrig sind oder es gar keine Zinsen gibt oder sogar Negativzinsen. Weil die Frage ist immer, was ein Anleger macht mit seiner Liquidität. Und wenn es natürlich gerade am Festzinsbereich 5% gibt und man dann aber Gold oder Silber kauft, da bekommt man nicht 0% Zinsen, da kann man nur auf Kurssteigerung hoffen, dann ist doch die Tendenz da, dann eher 5% mitzunehmen. Aber zurzeit gibt es das ja nicht bekanntermaßen. 5% am Tagesgeld ist nicht realisierbar. Wir sind eher an der Nulllinie. Einige Anleger müssen sogar Strafzinsen teilweise zahlen ab gewissen Größenordnungen. Insofern können natürlich dann kann auch der Silberpreis von solch einer Nachfrage dann profitieren. Aber wie gesagt, Silber ist nicht rein ein Anlagemetall. Es wird vor allen Dingen auch im Industriebereich gebraucht. Deswegen gibt es da andere Saisonalitäten als zum Beispiel im Goldpreis. Die Saisonalität haben Sie ja jetzt angesprochen, aber welche Faktoren können den Silberpreis dann noch beeinflussen? Ja, also mit Saisonalität, das lässt sich ja so einfach sagen, aber im Prinzip ist es die Nachfrage und das Angebot, was natürlich den Silberpreis beeinflusst. Und wir haben es ja gesehen, die Ausschläge sind deutlich stärker als zum Beispiel beim Goldpreis. Wir sind ja auf fast 10 Dollar gefallen und dann auf 30 Dollar gestiegen. Eine Verdreifachung in nur sehr kurzer Zeit fast. Und das hat man so beim Goldpreis zumindest in dieser extremen Form seltener gesehen. Und insofern sollten Anleger wirklich sozusagen den Silberpreis ein bisschen anders betrachten als zum Beispiel den Goldpreis. Und wie dürfen sich die Anleger während der aktuellen Kursbewegung positionieren? Ja, das müssten die Anleger dann sozusagen für sich entscheiden, wie man sich positioniert. Wichtig ist, wir sind ja hier im Zertifikatebereich bei der Société Générale und wir bieten Produkte an auf den Silberpreis. Und wer Zertifikate und Optionsscheine kennt, der weiß, man kann eben nicht nur auf steigende Kurse, sondern auch auf fallende Kurse setzen. Und viele Anleger nutzen Hebelprodukte, um eben auf eben einen steigenden oder fallenden Markt zu setzen. Man kann natürlich Positionen damit dann auch gut absichern. Also wer zum Beispiel Silberbestand hat in physischer Form und der glaubt daran, dass der Silberpreis jetzt erst noch mal weiter fällt. Der kann zum Beispiel einen Turbo-Optionsschein Put auf den Silberpreis kaufen und kann eben dann im Prinzip in der Gesamtsumme seiner Geldanlage mehr Ruhe reinbringen, weil auf der einen Seite verliert zwar die Silberposition an Wert, aber der Put-Optionsschein, der gewinnt dann an Wert. Damit kann man im Prinzip so eine gewisse Schwächephase ausgleichen. Aber grundsätzlich können Anleger eben auch auf steigende Kurse setzen. Und bei Hebelprodukten ist besonders wichtig, nicht nur die Chancen zu sehen, sondern auch die Risiken. Also die Knockout-Barriere, die ist wichtig, weil genau da findet der Knockout statt. Das heißt, wenn der Silberpreis fällt, im Beispiel von einem Call auf die Marke hier, im Beispiel von 20 Dollar rund, dann findet der Totalverlust statt. Gleiches gilt bei Put-Turbo-Optionsscheinen. Wenn der Silberpreis steigt und das auf 30 Dollar, dann findet auch hier der Knockout statt. Das heißt, man hat in dem Fall seinen kompletten Kapitalansatz verloren. Gute Nachricht ist, man kann nie mehr als seinen Kapitalansatz verlieren. Darüber kann man also sehr gut sein Risiko steuern. Aber es ist natürlich möglich, hier seinen Kapitalansatz vollständig zu verlieren, wenn sich in diesem Beispiel der Silberpreis um 20% entweder in eine oder andere Richtung bewegt.
Das Ganze wird dann ausgedrückt durch den Hebel. Der Hebel gibt an, wie stark sich der Turbo-Optionsschein verändert im Vergleich zum Silberpreis, wobei hier die Währung unberücksichtigt bleibt. Das heißt also, der Hebel von 5 gibt grundsätzlich an, steigt der Silberpreis um 1%, dann steigt der Call um 5% oder der Put fällt um 5% und umgekehrt gilt das natürlich auch. Aber man muss berücksichtigen, dass diese Hebel nicht immer fest sind. Das heißt also, jeder Turbo-Optionsschein hat einen anderen Hebel. Man kann sozusagen höhere Hebel, aber auch niedrigere Hebel wählen. Und das heißt dann gleichzeitig auch, dass das Risiko entsprechend höher oder niedriger ist. Grundsätzlich gilt, je höher der Hebel, desto höher das Risiko. Also Anleger sollten hier mit Vorsicht agieren und im Zweifel erstmal, wenn sie noch nie Turbo-Optionsscheine gehandelt haben, eine Watchlist ausprobieren. Wir haben das zum Beispiel auf unserer Webseite. Da kann man einfach mal ein Produkt theoretisch kaufen, ohne echtes Geld einzusetzen. Und dann sieht man mal, wie die so reagieren. Und dann kann man da schon erste Schlüsse draus ziehen, was das denn für die Praxis bedeutet. Anuj Wilhelms von der Société Générale. Vielen herzlichen Dank. Gerne. Ja, liebe Zuschauer, das war die aktuelle Ausgabe von der Anlageidee mit der Société Générale. Vielen Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal.